Herzlich willkommen zu einem Beispiel zu Exponentialfunktionen. In der nachstehenden Abbildung sehen wir die Graphen zweier Exponentialfunktionen f und g, hier in allgemeiner Form gegeben mit f von x ist d mal a hoch x und g von x ist d mal b hoch x. Und wir sollen nun über diese Parameter a, b, c und d die geltenden Beziehungen zwischen diesen Parametern herausfinden. Dazu sehen wir uns die Situation der Parameter noch einmal in einem GeoGebra-Applet an. Und zwar zuerst die Rolle des Veränderungsfaktors a. Wir sehen, je größer wir diesen Veränderungsfaktor a machen, desto steiler wird der Graph der Exponentialfunktion. Je kleiner dieser Veränderungsfaktor wird, desto flacher wird dieser Graph. Der Parameter c regelt nichts anderes als den Ordinatenabschnitt dieser Funktion. Das heißt, wo geht dieser Graph der Funktion durch die f von x-Achse durch. Je größer dieses c, desto weiter oben. Je kleiner dieses c, desto weiter unten. Gehen wir zurück zu unseren beiden gegebenen Graphen, f und g. Wir sehen, die Funktion f hat ihren Ordinatenabschnitt an dieser Stelle, die Funktion g an dieser Stelle. Das heißt, der Ordinatenabschnitt des Graphen der Funktion f ist größer als jener der Funktion g. Das heißt, auch c muss größer sein als d. Hier ist also die dritte Antwort die richtige. Sieht man sich den Verlauf der Graphen an, so fällt auf, dass der Verlauf der Funktion g wesentlich steiler ist als der Verlauf der Funktion f. Dementsprechend muss auch dieser Veränderungsfaktor der Funktion g größer sein als jener der Funktion f. Es muss also gelten, dass b größer ist als a. Hier in der zweiten Lücke ist also die erste Antwort die richtige. Somit haben wir dieses Beispiel richtig gelöst.